Liebe Schwestern und Brüder, der Apostel Johannes ist eine besondere Figur. Manchmal kann man das in den Linien sehen, die sich bis in die Volksfrömmigkeit hineinziehen. Dass es einen Tag in diesem kunstvollen Gefüge der Weihnachtsoktav hat, dass er der Patron der Winzer ist, aber nicht nur der Winzer, sondern auch der Wachszieher. Das sind Linien, die bei ihm ausgehen, aber wenn wir von heute her schauen, die uns zu ihm zurückführen, die uns helfen, diesen Apostel und einen der ersten Jünger des Herrn, von dem es immer heißt, ganz anonymisiert, wenn man will, der andere Jünger oder der Jünger, den Jesus liebt, ihn zu finden und ihn für uns heute zu entdecken. Wir kennen ihn vor allen Dingen durch seine Schriften. Die alte Kirche hat ihm ein ganzes Konvolut von Rollen dieses Neuen Testamentes zugeschrieben. Das Johannesevangelium, drei Johannesbriefe und die Apokalypse. Auch wenn sich da die Forschungen der letzten Jahrhunderte, gerade was die Apokalypse angeht, nicht ganz sicher sind, so dürfen wir doch das johannäische Schriftum im Evangelium und in den Briefen diesem Apostel zuschreiben. Immer wieder zeigt sich an den Sätzen, die er uns überliefert, die ganz Gefäße des Geistes sind, der Schlusssatz unseres Evangeliums heute. Er sah und glaubte. Er hat wohl als sehr, sehr junger Mensch seinen Anfang bei Johannes dem Täufer gemacht. Er gehört wohl zu diesem Jüngerkreis. Und er ist es wohl auch, der mit Andreas dann diesem Neuen, der da kommt, auf den ihr alter Meister Johannes der Täufer hinweist, der diesem Neuen nachgeht, weil Johannes von sich weg auf ihn hinweist. Diese Grundbewegung hat dieser Lieblingsjünger des Herrn aufgenommen. Immer alles von Christus her zu sehen, von Christus her zu denken, auf Christus hinzulenken. Deshalb ist sein Schrifttum wie ein guter alter Wein. So sagt es ein verstorbener Liturgiewissenschaftler einmal ganz schön. Es ist wie Wein, der uns sozusagen die Liebe aufschließt, die ganz mit diesem Jünger verbunden ist. Warum wird ihm die Liebe des Herrn zugeschrieben? Das Johannesevangelium sagt es in einer so gleichzeitig schön und verborgenen Weise. Wir haben es an Weihnachten gehört. Gott selber, und wir haben es heute mit einem Wort eines zeitgenössischen Liedes am Beginn gesungen, Gott selber spricht sich aus, er gibt sein Herz in diese Welt. Er, der am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Das ist der Retter, dessen Geburt wir feiern. Und er gibt anderen Platz an seinem Herzen, in seinem Schoß. Davon spricht das Johannesevangelium mehrfach. Vor allen Dingen in jener Szene beim letzten Abendmahl. Da ruht jener Jünger, der nicht mit Namen genannt wird, am Herzen Jesu, wie Jesus am Herzen Gottes ruht. Das ist wahre Jüngerschaft. Das ist eine Jüngerschaft, die von Liebe erzählt und von Licht. Und das ist der Inhalt christlichen Glaubens, beides zu sein. Und deshalb hat es etwas Faszinierendes, dass dieser Jünger nicht mit Namen genannt wird in seinem Evangelium, weil damit Platz für uns alle an dieser Stelle ist. Liebe zu werden und Licht immer mehr, jeden Tag mehr. Durch die Feier der Weihnacht, durch das Hören dieser Botschaft. Wenn es am Ende des Evangeliums, dieses vierten Evangeliums heißt, wenn ich will, dass er bis zum Ende bleibt, so spricht Jesus zu Petrus, was geht das dich an? Und dann entsteht das, die Rede bei den Jüngern, er wird nicht sterben. Die Väter wussten, dass dieser Apostel sehr alt geworden ist. Er findet wahrscheinlich seinen Tod in Ephesus, aber man sucht seine Reliquien vergeblich bis heute. Auch das eine tiefe Weisheit der kirchlichen Überlieferung. Wir haben seine Reliquien. Es ist sein Evangelium. Es sind seine drei Briefe, die uns immer wieder zu Christus hinführen wollen.
und die uns Liebe schenken, wenn wir uns diesem Wort öffnen, und die für uns Licht bleiben, wenn wir es denn annehmen.